Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, willkommen beim zweiten Teil des Projektes Possendorf. Ja, wir haben beim letzten Mal die Planung uns angeschaut, was muss man machen als nächstes bei der Modellbahn. Das sind meistens Holzarbeiten, das ist auch beim Modulbau nicht anders. Hier natürlich sieht man natürlich sofort, damit das Video nicht so lang wird, habe ich das alles hier ein kleines bisschen beschleunigt. Ja, wir haben jetzt, da ein bisschen was auf Länge gesägt. Hier wird gefräst. Da wird also eine Nut eingefräst. Da kommt also später, kommt dann... Die obere Platte wird dann da eingesetzt. Das sind ja Bahnhofsmodule, das heißt, wir haben einen großen Teil der Fläche, ist also, naja, eben, na, möchte so sein, im Bahnhofsgelände. Und da gibt es also so eine obere Platte, das, was man normalerweise vermeiden sollte bei der Modellbahn, dass man da mit der Platte arbeitet. Das macht man im Bereich des Bahnhofes. Aber trotzdem, wir haben jetzt hier auf den Bildern diese Deckel, ne, der Module und die Stirnseiten, wo jetzt hier gerade der Zollstock dran gehalten wird. Naja, und nun geht es daran, das Ganze zu montieren. Da muss man sich erstmal vorbohren, erstmal Löcher reinbohren, da wo dann die Schrauben hineinkommen. Die Schrauben bleiben übrigens nicht, die sind also nur zum Fixieren, die kommen dann nachher wieder raus und werden durch Holzdübel ersetzt. So, hier wieder auch Löcher gebohrt, also vorgebohrt. Geleimt und dann die Schrauben rein zum Fixieren. Das Ganze wird dann weiter montiert. Wir haben jetzt hier sozusagen zwei Hälften und hier jetzt sozusagen den ganzen Modulrahmen, der jetzt hier nach dem gleichen Prinzip montiert wird. Das heißt also vorbohren, kleben, Schrauben rein zum Fixieren. Und wenn das trocken ist, Schrauben wieder raus und Dübel rein und die Dübel dann einkleben. Wobei das mit den Dübeln hier noch nicht so weit ist, weil es muss ja noch die obere Platte hinein. Das heißt, wir müssen das, man muss das gegebenenfalls ringsrum möglicherweise noch ein bisschen lockern. So sieht dann der fertige Rahmen aus. Und wir beschäftigen uns jetzt mit dieser Frontplatte, die hier nochmal ein bisschen abgeschliffen wird,
damit sie auch gut in diese Nut hineinpasst. Man sieht auch an den Aufnahmen, das ist schon ein bisschen her, das war sozusagen vergangenen Spätsommer, wo wir das hier noch im Freien gemacht haben. Das wäre also jetzt mit den momentanen Bedingungen wahrscheinlich eher ein bisschen schwierig. Im nächsten Modul ist dann an der Vorderkante eine Schräge. Na, also da ist sozusagen der Bahnhof ein bisschen schmaler und an der Vorderkante ist dann, naja, ein Gefälle, was sich einmal jetzt an der Platte äußert, indem wir da hier so ein schräges Stück absägen. Und auf der anderen Seite wird natürlich dann von der Modulseitenwand dann natürlich auch noch was abgesägt. Na, Platte kommt jetzt hier, wird jetzt hier so angepasst. Na, das ist ja erstmal provisorisch reingestellt, um zu schauen, ob es auch passt. Und dieser Bereich wird dann also abgeschrägt. Ja, auch ganz wichtig, Module müssen ja irgendwie stehen. Na, dazu braucht es Modulbeine. Und da gibt es also hier diese Hölzer, die hier eingeklebt werden, wo dann na, natürlich festgemacht werden. Ich drehe noch schnell den Leim um, damit hier wir nicht zu viel Schleichwerbung machen. Aber ich glaube, jeder Modellwarner kennt die Flaschen. So, da haben wir ein Stück Alubein, was dann sozusagen das Modul hält. Hier haben wir die andere Seite vom Halter. Wird jetzt hier so angeklebt, dass also dieses Stück Alubein, das ist natürlich nicht das ganze Bein, das ist ja bloß ein Stück, was hier zum Messen genommen wird. Die werden ja in einer gewissen Länge geliefert. Und nicht in der was braucht, also zumindest bei dem Lieferanten, wo wir das bestellt haben. Und naja, muss man natürlich ein Stück absägen und dieses abgesägte Stück ist natürlich dann sozusagen das Maß für die Beinhalter. So, das muss natürlich locker genug reingehen, auch nicht so locker sein, dass es dann kippelt. Und hier dann beim nächsten Modul dann genau das gleiche wieder. Also man zeichnet das an. Da wo das Bein dann hinkommt. Leim aufs Holz wieder. Und klebt das dann fest. Was wir jetzt hier nicht gesehen haben, das andere, was gerade festgeklebt wird, das ist jetzt oben. Na, also jedes Modul hat hier nur zwei Beine, weil das, naja, das ist dann so ein Beinwald, der auch nichts bringt. Na, also man muss dann zwei Module miteinander verbinden, damit die beiden zusammen dann stehen. So, und hier passiert dann exakt das Gleiche, so wie wir es jetzt gerade gesehen haben. So sieht es dann fertig aus, zumindest für dieses eine Modul. Das ist natürlich noch nicht alles, sondern da kommt noch eine Sperrholzplatte
Platte obendrauf. Und da kommt noch ein Gewinde rein und eine Schraube, die dann dieses Bein fixiert. Das haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Das muss ich dann mal in der späteren Folge als Bild nachliefern. Ja, und als nächstes kommen jetzt hier die Löcher rein. Die werden dann gefräst, weil das natürlich ein bisschen sauberer ist, als wenn wir das bohren. Die Löcher sind ja im Normalfall genormt. Das heißt, sie müssen an einer ganz bestimmten Stelle sein, damit es auch mit den anderen Frame-Modulen zusammenpasst. Innerhalb des Bahnhofes kann man sich da aber seine eigene Norm schaffen. Da ist das jetzt nicht so. Ja, die muss halt zusammenpassen, ne? Also da das eine Modul zum anderen. So, mit diesem Bild und den fertigen beiden Modulen sind wir jetzt hier schon am Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf den nächsten Teil. Einen schönen Abend, macht was draus.